Hallo liebe Zuschauer, heute bei uns in der Sendung bewegen wir uns nach Burkersdorf zur großen Faschingsfeier und das Glück auf TV Regionalwetter für die kommenden Tage. Das und mehr sehen Sie gleich. Glück auf TV, Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier. Also schalten Sie ein. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Donnerstagabend, wir schreiben den 23.02.2023 und heute begrüße ich Sie mal wieder hier in unserer täglich aktuellen Nachrichtensendung Regional mit den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region hier bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Ja, die Faschingszeit geht nun langsam auf ihr Ende zu, jedoch haben wir nochmal einen kleinen Rückblick für Sie. Unsere Kollegen bei Kanal 9 Erzgebirge waren in Burkersdorf und filmten das Faschingsgeschehen und fingen einige Eindrücke sowie Stimmungen ein. 2023 war auch in Burkersdorf endlich wieder Fasching angesagt. Eine gute Tradition war hier der Rosenmontag. Ganz nach dem Motto, nach alter Tradition, der Rosenmontag wartet schon ein dreifaches BNC! Ole, ole, ole. BNC! Ole, ole, ole. BNC! Ole, ole, ole. Zur Einstimmung auf den Abend gab es von der Dreiklang-Disco die passende Musik dazu. Beim BNC gab es nach 34 Jahren einen Wechsel des Vorstands. Ja, ich selbst bin seit 20 Jahren im BNC tätig. Und während Corona hat Klaus die Frage gestellt, wer möchte denn den Vorstand vom BNC übernehmen? Er selber ist bereit für die BNC-Rente. Und da dachte ich mir, Frauen an die Macht und die Frauenquote im BNC muss hochgehalten werden. Und siehe da, jetzt bin ich hier und habe das Zepter in der Hand. Zurzeit sind die Männer hier bei uns eindeutig in der Minderheit. Tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch. Wir kriegen es so ganz gut gewuppt. Aber hier nochmal der Aufruf von mir. Wer Bock hat, sich gerne mal zum Affen zu machen, der ist bei uns herzlich willkommen. Mein persönliches Anliegen ist auf jeden Fall den Erhalt des Vereins. Nachwuchsförderung, wo ich auch sagen muss, aktuell stehen wir gut da. Wir haben viele neue Mitglieder gewinnen können. Auch die Generation, die nach uns kommen wird, ist schon dabei. Sie wächst und gedeiht, sowohl in der Funkengorde als auch schon im organisatorischen Bereich. Uns ist natürlich die Gemeinschaft sehr wichtig und das karnevalistische Brauchtum wollen wir hochhalten. Es gibt verschiedene Ideen, die wir bereits am Ausarbeiten sind. Vielleicht wird es auch irgendwann mal ein Sommerfasching geben. Es wird an traditionellen Sachen festgehalten, die bis jetzt immer sehr gut gelaufen sind. Wir wollen aber auch jedem neuen Mitglied die Chance geben, seine Ideen einzubringen und zu verwirklichen. Weil nur so macht Fasching Spaß und zusammen schaffen wir das.
Nach einer kurzen Begrüßung wurde der alte Vorstand für die geleistete Arbeit mit einem kleinen Präsent geehrt. Wir als neuer Vorstand möchten euch einmal ganz herzlich für die vielen Jahre danken. Und wir, der alte Vorstand, wir bedanken uns ganz herzlich für die Ehrung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich schon sagte, es waren Zeiten dabei, es ging drunter und drüber. 34 Jahre haben wir es gemacht. Hier stehen 4 Gründungsmitglieder vom BNC. Und ich denke, wir haben uns Dienst getan. Aber es bleibt uns natürlich nur eins, wir wünschen den neuen Vorstand und den neuen Mitgliedern von BNC alles Gute, auf alle, auf den alten Vorstand, auf den neuen Vorstand, die neuen Mitglieder, Funkengott und alle BNC, ein dreifaches BNC! 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 Vielen Dank und alles Gute allen. Mit einem Tanz präsentierte sich nun die Funkengarde. Musikalisch ging es auch weiter. Nico sang das Lied. Dann geh doch auf seine Art und Weise. Waren die Jäger im Wald von Burkersdorf unterwegs und haben so manchen Bärbock abgeschossen. Letztens hat mich einer vom Staatsforst gefragt, ob ich in meinem Revier auch Probleme mit dem Burkenkäfer hätte. Hab ich gesagt, ich brauche keinen Käferburken, ich habe einen Caddy. Das ist aber schön, dass wir uns wieder mal sehen. Oh, Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Nee, du musst jetzt auch Weidmanns Heil, du Rindvieh. Wissen wir mal gucken, ich könnte dir das zeigen. Guck mal. Hinterm großen Bär ein Bock. Hinterm großen Bär ein Bock. Der Bärbock. Sag mal, wie bist du mit deinem Auto, oder was hast du für Jagd, Auto, wie bist du jetzt bei dem Schnee im Busch immer rausgekommen? Ja, ich? Schatten. Lada Niva mit 5-Rad-Antrieb. Ein absolut russisch bärenstarkes Gefährt. 5-Rad-Antrieb? Was ist das 5. Rad? Nee, das ist das Ersatzrad, das dreht sich um. Die Russen haben etwas drauf. Hey, da kommt wieder ein Leopard. Noch einer? Ja, das war schon der Leopard 2. Ha. Und da habe ich mir so gedacht, nee, das kann doch nicht mehr sein. Liegt am Klimawandel? Oder holen die sich nach Osten auch weiter? Die Leoporden nach Osten auch weiter, die sollen aufpassen, dass sie nicht in den Mordfall hineinkommen. Musikalisch wurden im Wald einige Bäume gesägt. Thank you.
Wald geht es nun auf die Wiese. Hier erhielten die Gäste einige Informationen zur Haltung von Meerschweinchen und deren Verzehrung. Eine Delikatesse wäre Meerschwein gefüllt mit Backpflaumen. Was die größte Herausforderung bei den kleinen Viechern ist, das kleine Arschloch. Den Finger. Dann von hinten das Loch halt vorbohren. Na? So, dann nimmt man sich eine Backpflaume, nimmt den Mund. So lange rumrollen, bis wenn sich ein Zäpfchen ergibt. Und dann mit einem gewissen Druck hat es das Ding eingepfiffen. Viel Beifall gab es für die Akteure des BNCs. Sie verabschiedeten sich mit einer Polonaise. Das närrische Volk in Burkersdorf war mit dem Programm zufrieden. Programm war super, war alles gut. Wir sind sehr begeistert davon und noch immer mit Begeisterung dabei. Und uns macht das sehr viel Spaß hier, das ganze Wochenende. Wir haben hier unten in der Bowle Bar 4 verschiedene Sorten von Bowlen. Gin Tonic und Wodka Lemon. Also heute ist eine wunderschöne Veranstaltung hier zum Rosenmontag in Burgersdorf. Es sind unsere befreundeten Vereine da, es sind sehr viele Gäste da. Es ist heute eine wunderschöne Veranstaltung. Der DJ macht eine super Musik. Man kann es sich für so einen Abend nicht besser wünschen. Bis weit nach Mitternacht wurde noch getanzt. Nun heißt es wieder ein Jahr lang warten auf den nächsten Fasching beim BNC in Burkersdorf. Wie auch an den Faschingsveranstaltungen im Erzgebirge zu erkennen ist, steigt die Tourismusbilanz seit der Corona-Pandemie erheblich an. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Zahlen noch ein bisschen genauer an. Ja, wie die Zahlen des Statistischen Landesamtes bestätigen, lagen die Gästeankünfte und die Übernachtungen wieder deutlich über dem Niveau von 2021. Rund 7 Millionen Ankünfte zählten der Freistaat im letzten Jahr. Im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl der Ankünfte um 2/3 bzw. 66,8%. Das sind im Jahr 2021 ungefähr 4,2 Millionen Ankünfte. Auch die Übernachtungszahlen verzeichneten einen deutlichen Zuwachs um 45,7% auf 17,91 Millionen. Im Jahr 2021 waren es 12,3 Millionen Ankünfte. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Gäste sowie der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr in allen sächsischen Städten und Landkreisen. Einen deutlichen Zuwachs verzeichnete der Städtetourismus. Dresden zählte 2022 83,2% mehr Gäste, rund 1,8 Millionen und 71%, 3,8 Millionen mehr Übernachtungen. Auch Leipzig verbesserte sich in der Zahl der Ankünfte um 79,7%, 1,7 Millionen und bei den Übernachtungen um 65,8%, 3,3 Millionen. Und auch Chemnitz verzeichnete bei den Ankünften einen Zuwachs von 81,2%, rund 211.000 und bei den Übernachtungen von 55,4%, rund 440.000. Die stärksten Zuwächse bei den Übernachtungszahlen außerhalb der Großstädte erreichte die Region Erzgebirge. Mit rund 905.000 Ankünften ein Zuwachs von 72,1% und 2,7 Millionen Übernachtungen. Ein Zuwachs von 48,7% übertraf diese Region seine Vorjahreswerte deutlich. Ja, also seien wir einfach mal gespannt, wie sich die Zahlen dann weiterentwickeln. Nun gut, anderes Thema. Denn in Weißbach auf der Chemnitzer Straße werden wieder Fotos gemacht. Also nehmen Sie den Fuß vom Gas und fahren Sie langsam, um kein überteuertes Foto kaufen zu müssen. Gehen wir nun gleich von den Blitzern in die Polizeiakten und danach begrüßt sich dann der liebe Thorsten im Regionalwetterstudio. Amtsberg, Ortsteil Weißbach. Kontrolliert und erwischt. Am Dienstag, dem 21.01.2023 gegen 22.45 Uhr
kontrollierten Polizisten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hauptstraße einen PKW VW. Ein dabei mit dem 33-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Wetterumschwung steht unmittelbar bevor. Es wird wieder winterlich. Willkommen zum Glück auf TV-Wetter, liebe Zuschauer. Das, was sich in den Modellen in den letzten Tagen angedeutet hat, wird jetzt immer konkreter. Je näher die regionalen Wettermodelle an die markanten Wettertage herankommen. Der Winter kommt ins Bergland wieder zurück. Zumindest erstmal am Wochenende. Doch gehen wir jetzt dem Wetter der nächsten Tage etwas genauer auf den Grund. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt. Aus den dicken Wolken wird es immer wieder regnen. Dabei gehen die Nachttemperaturen weiter zurück. Am Abend liegen diese zwischen 9 und 7 Grad. Und morgen früh lesen wir Werte zwischen 4 und 2 Grad an den Thermometern ab. Der Wind kommt am Abend aus Westen, dreht in der Nacht auf Nordwest und weht dann im Mittel leicht bis schwach zwischen 5 und 18 Kilometer pro Stunde. Morgen am Freitag übernehmen wir erst einmal das Wetter der Nacht. Der Himmel ist weiter bedeckt. Immer wieder fällt Regen, der im Tagesverlauf in den höheren Lagen in Schneeregen und Schnee übergehen kann. Am Abend und in der Nacht zum Samstag gehen dann in der Region die Schauer nur noch in fester Form hernieder. Blicken wir auf die weiter zurückgehenden Tagestemperaturen. Diese liegen am Freitag einstellig bei nur noch plus 1 bis plus 6 Grad. Der Westwind nimmt wieder etwas Fahrt auf. Er weht in den höheren Lagen im Mittel zwischen 6 und 25 Kilometer pro Stunde mit Böen bis an die 45 Kilometer pro Stunde und in den Niederungen im Mittel zwischen 5 und 20 Kilometer pro Stunde, aber teils auch böig bis an die 40 Kilometer pro Stunde. Und so geht es die kommenden Tage weiter. Hier ist der Ausblick auf das Wetter am letzten Februarwochenende. Beginnen wir mit dem Samstag. Und da zeigt sich der Winter nochmal, was er drauf hat. Der Himmel ist den ganzen Tag bedeckt. Aus den Wolken schneit es immer wieder in unterschiedlicher Intensität. Einige Zentimeter Schnee können durchaus zusammenkommen, wobei der höhere Sonnenstand natürlich auch schon eine große Rolle bei der Schneedecke spielt. Die Tagestemperaturen rutschen in den Minusbereich. Die Tageshöchstwerte liegen nur noch zwischen minus 3 und 0 Grad. Der Nordwestwind weht im Mittel mäßig zwischen 20 und 30 Kilometer pro Stunde und in Böen bis an die 50 Kilometer pro Stunde. Passen Sie auf, wenn Sie am Samstag mit dem Fahrzeug unterwegs sind, denn die Winterdienste müssen sich nach den milden Tagen auch erst wieder auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen. Im Laufe des Sonntags lassen die Niederschläge dann nach, die dichten Wolken dominieren aber weiterhin. Wobei ich einzelne Auflockerungen durchaus nicht ausschließen möchte. Die Tagestemperaturen bleiben im winterlichen Bereich. Sie liegen unter Null bei Werten zwischen minus 6 und minus 1 Grad. Der Wind kommt aus Norden und weht im Mittel schwach zwischen 10 und 20 Kilometer pro Stunde. Der Trend für den Start in die neue Woche sieht momentan trocken und kalt aus. Ein Hochdruckgebiet übernimmt die Oberhand. Und mit diesen Aussichten gebe ich wieder zurück zu dir, Danny. Danke, Thorsten, für deine Wetteraussichten. Und damit, liebe Zuschauer, war es das auch schon mit Regional für den Donnerstag. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, ist das natürlich kein Problem. Schauen Sie doch einfach die verpasste Sendung auf unserer Homepage auf www.mef-line.de. oder auf www.glückauf.tv sowie auf unserem YouTube-Kanal Glückauf TV Mittel Erzgebirgsfernsehen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, später dann noch eine gute Nacht. Schön, dass Sie mit dabei waren und in dem Sinne machen Sie es gut.